Guten Abend, herzlich willkommen von mir, von meiner Seite und auch herzlichen Dank an den Wolfgang für die Einladung von der Thalamus-Schule. Es ist mir eine große Freude, über IOPT sprechen zu dürfen. Heute geht es in der Vortragsreihe, das ist jetzt schon der vierte Vortrag über die Thalamus-Schule. Alle anderen sind zum Nachschauen und Nachhören auf YouTube zu finden. Heute wird es um mein Lieblingsleidenschaftsthema gehen, nämlich ich und meine Kinder. Ich habe euch dazu Vortragsfolien vorbereitet, die ich jetzt einschalten werde. Hier sind sie schon. Wunderbar. Gut. Mir ist dann aufgefallen in der Gestaltung der PowerPoint-Folien, dass sogar das Bild links ganz gut zu dem Vortrag heute passt, nämlich in beide Richtungen denken. Das heißt, von den Eltern zu den Kindern, von den Kindern zu den Eltern. Das hat immer eine Wechselwirkung und darum soll der Vortrag heute gehen. Ich möchte euch auch einladen, mitdenken, mitspüren in beide Richtungen. Wie ist es mir mit meinen Eltern ergangen? Wie geht es mir mit meinen Kindern? Wo spiegelt und wiederholt sich da? Ja? Und somit schauen wir mal, was der Abend heute bringen wird. Wir schauen uns heute an, zum einen die Methode, die Theorie, die ich euch näher bringen möchte, ist die identitätsorientierte Psychotrauma-Theorie, kurz IOPT. Das heißt, diese Arbeit ist ich-orientiert. Wer bin ich? Wenn ja, wie viele? Warum geht es mir so, wie es mir geht? Und was ist die Ursache davon? Diese Methode ist ursachenorientiert. Es geht um Psychotrauma und Psychotrauma ist emotional passiert. Und braucht somit eine Methode, die mich auf eine emotionale Ebene begleitet, dort, wo es ursächlich passiert ist, wo mir ursächlich Psychotrauma passiert ist, was ich erleben musste. Und mir somit damals in dieser Zeit auf emotionaler Ebene begegnen kann. Das heißt auch, Psychotrauma heißt eben auch eine Situation, die mir zu groß ist. Eine Wahrheit, die mir zu groß ist. Würde ich das komplett fühlen und verstehen, würde ich das womöglich nicht überleben. Somit muss ich mein Fühlen, mein Wollen, meine Gefühle, Bedürfnisse spalten und mich anpassen. Und darum steht hier zurück ins eigene Fühlen und Wollen. Wer bin ich? Was will ich? Was sind meine Gefühle, meine Bedürfnisse? Von der Spaltung als Lösung wieder in die Begegnung mit mir, meinen Gefühlen und Bedürfnissen, die waren und sind nämlich richtig. Ein Kind fühlt immer richtig. Und ich merke in jeder Anliegenarbeit, die ich mache, selber und begleite, dass das immer stimmt. Wir haben als Kind alles gewusst und gespürt mit einem Anteil von uns. Das durfte aber nicht wahr sein. Somit mussten wir uns spalten und überleben, das nicht mehr wissen, nicht mehr erinnern. Und das meint Franz Ruppert auch mit Identität. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Meine gesamte Biografie, dann nichts auslassen, alle meine Gefühle und Bedürfnisse, ich in mir, in meinem Körper, alles. Ja? Und Psychotrauma macht eben diese Spaltung und dann haben wir zu vielen Anteilen von uns, zu unserem Körper und Gefühlen eben keinen Zugang mehr. Und da komme ich gleich ein bisschen zur Überleitung, das wirkt sich auf unsere Kinder aus. Ja, also besonders das, was wir gespalten haben, was wir nicht mehr erinnern, was wir nicht mehr spüren, was in unserem Unterbewusstsein auf Hochtouren immer noch gärt, wir aber auf Hochtouren spalten müssen, genau darauf reagieren unsere Kinder. Sie spüren oft wesentlich mehr als wir selber, wie es uns geht, was mit uns los ist. Und das ist dann so verwirrend für ein Kind, weil es oft nach außen gut ausschaut. Das wollen sich ja die Eltern und die Kinder und alle auch einreden, dass eh alles gut und normal ist. Aber sie spüren etwas ganz anderes, nämlich unsere Traumagefühle und Erinnerungen. Besonders unsere Kinder, und zwar von Anfang an, spüren genau unsere abgespaltenen Gefühle und Erlebnisse. Und darauf reagieren sie. Und die umgekehrte Wirkung wieder, je mehr ich in Kontakt mit mir, meinem Unterbewusstsein komme, je mehr Klarheit in mir ist, je mehr Verbindung ich mit mir habe, umso besser geht es mir und in Folge meinen Kindern. Darum soll es heute gehen.
Was ist gesund, was nicht? Was sind Überlebensstrategien? Die sind über Jahre und Jahrzehnte selbst- und fremdschädigend für mich, meine Kinder, meine Umwelt. Helfen tut die Wahrheit. Und da gibt es einen, ich glaube, chinesischen Spruch: Wer die Wahrheit sucht, darf sich nicht erschrecken, wenn er sie findet. Die ist selten angenehm, aber sie heilt. Die Wahrheit heilt. Wenn ich jetzt als erwachsene Person zu mir und meiner Wahrheit finden kann, für mich einstehen kann und sage, ja, so war das für mich, ja, dann beruhigt sich etwas in mir, weil es endlich wahr sein kann. Und das macht eine Erleichterung sogar in uns, wenn es endlich stimmen darf. Als Erwachsene kann ich das jetzt gut zu mir nehmen, Schritt für Schritt, Anliegenarbeit für Anliegenarbeit. Somit ist unser Ziel, diese Spaltungen, die ich jetzt ein bisschen erwähnt habe, wieder in die Verbindung zu bringen. Verstrickung aufgeben. Verstrickung heißt, ich bin mit jemandem gefühlsmäßig, mit jemand anderem viel mehr verbunden als mit mir selber. Ich kann gar nicht unterscheiden. Heute habe ich eine junge Dame in der Praxis gehabt, so viele Ängste, so viel Stress und das ist mir dann immer verdächtig, das ist mir zu viel vorgekommen vom Maß. Wir haben eigene Ängste und wir haben eigenen Stress, aber wenn es so viel ist, dann ist es oft überlagert. Ja? Und da können wir dann schauen, welche Angst gehört zu mir, welche zu meinen Eltern vielleicht. Ja? Welcher Stress gehört zu mir und welcher zu meinen Eltern. Das wieder Arbeit für Arbeit klären, was gehört zu mir und was nicht. Also diese Spaltungen und Verstrickungen erkennen, weil das wissen wir nicht. Das läuft völlig unterbewusst und eben dann aufgeben können und die Verbindung mehr zu mir. Also das war heute in der Arbeit mit der jungen Frau so schön zu sehen, diese Abnabelung, die natürlich körperlich passiert ist, aber emotional verbunden wie eh und je. Und dass es einfach braucht, dass wir uns abnabeln von Mama und Papa, um erwachsen zu werden. Dass wir auch unsere Eltern in die Selbstverantwortung entlassen und ihnen das zutrauen und ich mehr und mehr für mich sorgen kann. Also zu mir, den Referenzpunkt zu mir, in mir finden, mich mit mir verbinden und auf mich gut schauen, auf eine innere Ganzheit. Und so ein bisschen ein Symbol ist eben diese japanische Teetasse, die ja in Japan ganz etwas Heiliges, Wichtiges ist. Und wenn die zerbricht, so bildlich gesprochen wie die vielen Anteile in uns, und da gibt es noch sehr viele mehr, dann wird so eine Teetasse mit Gold zusammengeklebt. Und das gefällt mir sehr gut als Bild, was wir hier mit der Anliegenarbeit machen. Anliegenarbeit für Anliegenarbeit, Mitgefühl mit mir, mit meinen Anteilen und wieder in die Verbindung. Und das wird dann eine ganz wunderbare, wunderschöne, ganz besonders einzigartige Ich-Verbindung. Darum gefällt mir dieses Bild immer so gut. Hier noch einmal kurz. Diese Arbeit nennt sich IUPT-Anliegenmethode, weil wir ausschließlich mit Anliegen arbeiten. Das Anliegen meint, was möchte ich für mich heute wissen, lösen, klären, verstehen? Wo stehe ich gerade an, wo ich vielleicht schon alles versucht habe und komme nicht weiter und es wiederholt sich und wiederholt sich, wie mir die junge Frau heute auch schon erzählt hat, da gibt es Dinge und Situationen in meinem Leben, die wiederholen sich ständig, sei es mit der Wohnung oder mit der Arbeit, immer wieder irgendwie das gleiche Muster. Und da einfach ein Anliegen dazu formulieren, was möchte ich für mich heute erreichen mit dieser Arbeit, das ist sozusagen der Arbeitsauftrag. Mit Hilfe von Resonanzgebern kann ich dann mir begegnen, mir und meinen Anteilen. Sozusagen über das Anliegen und diese Resonanzarbeit mein Inneres nach außen zeigen, dem Raum und Stimme geben, mir begegnen, mich mit mir austauschen zu können. Und nachdem es ja heute um Kinder geht und es hinter der Fassade oft ganz anders ausschaut und wir selber uns mit unserer hinter der Fassade oft gar nicht so gut auskennen, macht es durchaus Sinn, auch Anliegen bezüglich meiner Kinder zu formulieren. Warum hat mein Kind solche Ängste? Warum hat mein Kind dieses oder jenes Symptom? Ich möchte es gern verstehen, welche Dynamik ist denn da los? Und dann hat man Stellvertreter für mich, bestenfalls für das Kind selber, wenn man es beim Namen nennt, und eben das Symptom vielleicht. Und einfach mal schauen, welche Dynamik ist denn da? Und da lässt sich dann oft schon erkennen, das Symptom von dem Kind, sei es Angst, Stress, Wut, Trauer oder eben ein Körpersymptom, wie viel ist das jetzt vom Kind und wie viel ist das meins? Und meins zu mir nehmen hilft
dem Kind und mir. Genau. Das wahre Glück, mir selbst zu begegnen. Eine gesunde Psyche findet das Glück in sich selbst, weil alles, was ich jemals erlebt habe, ist in mir gespeichert, in jeder Zelle meines Körpers, in diesem sogenannten Bewusstseinsbereich in der Zelle. Durch mein Wollen, mein Anliegen und mein Dasein habe ich Zugriff oder die Anliegeneinbringerin Zugriff auf dieses Wissen, auf meinen Schatz, meiner Wahrheit. Und wenn die ans Licht kommen kann, kann ich auch aus mir heraus meine ganz persönliche Lösung, weitere Schritte entwickeln. Und das ist dann ganz meins und gut und gesund, das, was ein Erwachsener in Selbstverantwortung wirklich gut brauchen kann. Somit sage ich ganz gerne, das ist auch eine Aussage von Franz, aber auch meine Überzeugung, IOPT ist eine Lebensschule und eine Liebesschule. Wir reden so viel über Liebe, tun uns aber unglaublich schwer. Und da komme ich jetzt schon wieder zu den Kindern. Manchmal hat man einfach Schwierigkeiten, als Mutter, als Vater, diese Liebesbeziehung zum Kind gut gestalten zu können. Und da gibt es einen guten Grund und der ist in meiner Biografie zu finden. Und da braucht es den Mut. Und ich weiß, es braucht viel Mut, mich mir und meiner Kindheitswahrheit zu stellen. Dann kann sich das beruhigen. Das ist ein bisschen, worum es heute gehen wird. Es geht vorrangig um die Mutterbindung. Die Vaterbindung wäre sicher einen eigenen Vortrag wert. Da gibt es einiges von Franz Rengli oder Hans-Joachim Maas auch zu lesen und zu hören. Ich werde es etwas einfließen lassen. Aber die erste Liebesbindungsbeziehung ist mit meiner Mama. Und zwar schon die ersten 9 Monate. Was meinen wir mit Bindung? Wie schaut es vorgeburtlich aus? Das ist wieder ein eigener Abendvortrag. Wie habe ich die Zeit im Mutterbauch erlebt und was hat das bis heute für Auswirkungen? Genau, das schaut die Fremdbetreuung, wie schaut es aus, wie gesund ist meine Mama, bin ich, was kann eine gute Bindung fördern und Hinweise, was hilft. Wir fangen an bei der psychischen Bindung, meint natürlich die emotionale Bindung. Das ist ein Urbedürfnis von uns. Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen. Wir brauchen Bindung und Beziehung. Und es geht sogar noch so viel weiter. Franz nennt es so, wir Menschen sind eigentlich sogar Frühgeburten. Wir kommen auf die Welt und wir können gar nichts. Wir können nicht gehen, stehen, sitzen. Wir können uns nicht einmal selber ernähren, was die meisten Tiere ja von Anfang an so weit können. Ja? Wir können das nicht. Wir brauchen eine Mama, die da ist, natürlich auch einen Papa, der die Mama unterstützt im besten Fall, die da sind, meine Bedürfnisse sehen auf allen Ebenen, emotional, körperlich, auf jeder Welle und das erkennen können und erfüllen können. Ja? Mit der Betonung auch auf sehen und können. Das heißt, das Bindungsbedürfnis von einem Kind ist immer da. Die Bindungsbereitschaft ist von einem Kind immer da. Und dann geht es aber weiter zur Bindungsfähigkeit. Und diese Bindungsfähigkeit, die stolpert tatsächlich oft bei den Eltern, weil die Psychotrauma, mindestens Psychotrauma erlebt haben, wenn sie es nicht können. Ja? Also wir sprechen hier von traumatisierten Eltern, nicht von allen. Ja? Wenn meine Eltern, meine Großeltern Trauma erlebt haben, geht es über die Generationen weiter. Dazu kommen wir dann noch. Also das Kind hat ein lebensnotwendiges Bindungsbedürfnis. Ja? Ganz normal, wenn die Mama sich nicht um mich kümmert, wenn sie mich einfach liegen lässt, ich werde sterben. Und diese Todesangst, die sitzt so in uns, diese Verlassenheitsgefühle. Das Baby weiß ja nicht, ob die Mama zurückkommt. Also das ist lebensnotwendig für mich. Ja, nicht nur schön und angenehm, sondern lebensnotwendig, dass Mama und Papa mich sehen, meine Gefühle und Bedürfnisse und diese auch erfüllen können. Und da sind wir jetzt bei der Bindungsbereitschaft und da wieder die Betonung auf Können. Viele Mütter, viele Väter haben hier Schwierigkeiten. Und es liegt jetzt nicht daran, dass sie das Kind womöglich nicht mögen, sondern daran, dass sie selber eben Bindungstrauma erlebt haben und das macht es ihnen dann so schwierig. Und dann kann es sein, dass eine Mama, ein Papa eben keine Bindungsbereitschaft oder Fähigkeit hat. Ja? Genau.
Und Psychotraumas, die Mama und Papa erlebt haben, werden die Bindungsfähigkeit von der Mutter massiv behindern bis zerstören. Die Bindungsforschung, also wir reden die Fachsprache von Bindungstrauma. Franz Rupert nennt es das Trauma der Liebe und es ist ein riesengroßes. Es ist ein riesengroßes und es ist ganz einfach so, solange ich in mir, mit meinen Eltern und meinen Kindern mein eigenes Bindungstrauma nicht am Schirm habe, da hinschauen und hinfühlen kann, wird schwierig werden. Ja? Sicher gebundene Kinder werden heftig protestieren bei einer Trennung. Das ist völlig normal. Also ein Baby, ein Kleinkind wird weinen und schreien, wenn die Mama geht, weil das will es natürlich nicht. Da werden diese Verlassenheitsängste getriggert und aktiviert. Ja, das Kind ist im Vollstress, weil das Baby ja nicht weiß, ob und wann die Mama wieder zurückkommt. Kleine Babys haben auch kein Zeitgefühl. Da fühlt sich 5 Minuten an wie eine Stunde, ein Tag. Ja, und ich als Erwachsene, ich weiß vielleicht schon, dass ich wiederkomme, aber das Baby weiß es nicht. Und aus Sicht des Babys hat es Vollstress, Verlustängste und massive Ängste, wenn die Mama es verlässt, sozusagen. Ja. Unsicher, ambivalent gebundene Kinder protestieren gegen die Trennung, bleiben der Mama böse, wenn sie zurückkommt. Ja. Die gesunde Reaktion wäre, das Kind, das geht auf wie ein Sonnenschein mit ganzem Herz, Augen, Strahlen, Lachen, wenn die Mama kommt. Das ist so ein Urinstinkt in uns, um in den Arm genommen werden. Wenn da aber jetzt schon was passiert ist, dann bleibt es der Mama böse, weil es bist gegangen und du kommst zwar wieder, aber ich weiß, du gehst wieder. Also das ist irgendwie dann schon so abgespeichert und bleibt der Mama böse. Und unsicher vermeidend gebundene Kinder protestieren wenig, denn das ist dann die, wo man sagt, na mein Kind oder meine Kinder, die waren so brav, wir haben sie überall lassen können, denen war das alles recht, alles gut, waren mit allem einverstanden. Ja, aber da vielleicht genauer hinschauen. Und ich spreche jetzt von kleinen Kindern, also 0 bis 3. Also die protestieren wenig, lassen sich sofort ablenken und bleiben aber dann auch beim Zurückkommen der Mama reserviert. Also das ist, da läuft schon das Selbstschutzprogramm. Ich tue mich gar nicht so viel auf die Mama wieder einlassen, weil die geht ja wieder. Ja? Und da sind diese Kinder schon gar nicht mehr ganz beim eigenen Fühlen und bei den eigenen Bedürfnissen. Die haben sich die sozusagen schon abgewöhnen müssen. Dann haben wir eben die unsichere und die desorganisierte Bindung. Also die tun wieder klammern. Und das ist altersunabhängig. Also ich erlebe immer wieder in meiner Praxis Menschen jeden Alters, die immer noch den totalen Fokus auf Mama und Papa haben. Und entweder körperlich oder eben später emotional dann total klammern. Ja? Scheinautonomie meint unter anderem auch, ich brauche niemanden. Ja? Ich mache sowieso alles lieber selber, ich bin sowieso lieber gerne alleine und ich brauche niemanden, auch keine Eltern. Ja? Und das stimmt zum Teil, als erwachsene Person brauche ich meine Eltern ja tatsächlich nicht mehr, aber als Kind schon. Und wenn man sich das dann oftmals beibehält, ich brauche nichts und niemanden, macht man sich selber etwas vor, weil das nicht stimmt. Selbst im Erwachsenenalter brauche ich Menschen und Beziehungen und Ansprechpartner und auch Hilfe. Wir Menschen brauchen Hilfe, jeder von uns irgendwann einmal. Und das erkennen und mir auch Hilfe holen, das macht so jemand unter Umständen nicht mehr. Die haben dann oft Schwierigkeiten in der Gefühlsregulation, also explodieren oder implodieren, überreagieren. Also die haben das dann gar nicht mehr so im Griff. Menschen, die ganz viel Misstrauen haben, insbesondere in Beziehungen. Viele, also da steht Flucht, ja, das ist eine Variante davon in Krankheiten und Süchte. Also Krankheit ist zum einen ein Ausdruck meiner Not, meiner emotionalen Bindungs-, Gefühlsbedürfnisnot, die dann in den Körper geht, zum einen. Und zum anderen, wenn ich krank bin, dann kümmert sich jemand um mich. Ja? Sei es der Arzt, die Krankenschwester oder eben auch die Mama. Und auch das habe ich schon ganz oft in meinen Arbeiten gesehen, wo dann jemand sagt, ja, natürlich unbewusst, das macht kein Kind mit Absicht. Aber ganz unbewusst wird das Kind dann immer wieder krank, weil das hat es dann verstanden, ja, dann ist die Mama da, dann versorgt sie mich.
Und das macht dann unser Unterbewusstsein, so kann ich Mama bekommen. Wenn ich krank bin, ist sie wenigstens für mich da. Ne? Eine Möglichkeit von vielen. Und in dem Wort Sucht steckt Suchen. Ja? Ich suche noch Ersatzkompensationen, irgendetwas, was mir diese Leere, diese emotionale Leere in mir füllt. Und irgendwas finde ich halt dann, was mir Freude macht, und ich brauche dann immer mehr und immer mehr davon, weil es ja das Ursprüngliche, nämlich die Suche nach Mama-Liebe, nicht erfüllen kann. Das lässt sich nicht kompensieren und nicht ersetzen in dem Sinn. Ja? Somit kann man zusammenfassend sagen, die Sehnsucht nach der sicheren Mutterbindung in uns bleibt ein Leben lang erhalten. Und da noch einmal, es braucht für mich, mich dieser Wahrheit zu stellen, da hinzuschauen. Und die Suche nach Mama, das ist immer wichtig auseinanderzuhalten, ist völlig in Ordnung, wichtig und richtig. Das nächste ist eben dann, was passiert, wie reagiert die Mama drauf. Ja? Also meine Bedürfnisse sind vollkommen in Ordnung, das auseinanderhalten. Ja? Und da mit mir gut sein. Verständnis und Mitgefühl für mich entwickeln können. Die Bindung zur Mama entwickelt sich vorgeburtlich. Also von Anfang an gibt es da eine Bindungsbeziehung. Sobald dieses, die Befruchtung von Ei- und Samenzelle gelungen ist, entsteht ein neues Ich, ein neues Individuum. Das wandert dann in die Gebärmutter, sucht sich an, docken, anbinden, einnisten. Und viele haben da schon Schwierigkeiten. Also wenn ich sage, ich habe immer so Schwierigkeiten, wo anzukommen, wo anzudocken, mich wo wohl und zu Hause zu fühlen und einfach wohin gehören, das können Hinweise sein, dass das für mich im Mutterbauch schon schwierig war. Ja? Dass da in dieser mütterlichen Gebärmutter einfach Informationen da sind. Wenn vielleicht vorher Fehlgeburten, Abtreibungen waren, dann ist es schwierig, da anzudocken. Wenn die Mutter aus welchen Gründen auch immer jetzt, sagen wir jetzt einmal, jetzt nicht schwanger sein möchte, dafür gibt es viele Gründe und es soll keine Wertung sein, dann macht sie das da bemerkbar, dass das Einnisten schwierig ist. Und wenn sie dann wirklich so ganz und gar nicht schwanger sein will, dann gibt es da sozusagen eine Gegenbewegung. Und das kann in der Langzeitfolge eben heißen, ich habe Schwierigkeiten anzudocken, Menschen zu vertrauen, mich in einer Wohnung vielleicht auch, in einer Firma, in einer Gesellschaft mit dem Außen wohlzufühlen. Und umgekehrt, wir schauen ja heute auf beide Seiten, ich selber habe 3 Kinder und egal wie viel Therapie du jemals gemacht hast, in dem Moment, wo eine Frau schwanger ist, erinnert sich das komplette Körper-Geist-System an die Zeit, wo ich bei meiner Mama im Bauch war. Und wie war das denn da für mich? Und dann ist alles vermischt. Ja? Die Mama ist sozusagen möglicherweise durch die Schwangerschaft zum Kind retraumatisiert über das, was sie selber im Mutterbauch erlebt hat, hat dann, selbst wenn es das gewünschteste Wunschkind war, Schwierigkeiten, dieses Kind anzunehmen, weil sie selber so angetriggert ist. Und dann macht es da einfach schon eine Schieflage. Und mein Kind im Bauch wird das persönlich nehmen. Meine Mama mag mich nicht. Ja, und das ist eine Wahrheit, die ist für ein Kind nicht aushaltbar. Ja, weil das Kind sich immer fragen wird, was ist denn an mir falsch? Kind nimmt es immer persönlich. Hier ein wichtiger Punkt, also wirklich ersetzbar ist eine Mama nicht. Also es gibt natürlich Ersatzpersonen, Mutter und Vater können bestenfalls zusammenhelfen, die Oma hilft oft mit, Stief-, Adoptiv- und Pflegemütter, das ist oft sehr gut und schön gemeint und auch eine unglaublich ehrenvolle Aufgabe. Diese müssten und sollten sich vielleicht auch ein Stück weit bewusst sein, dass sie auch Projektionsfläche sind. Das heißt, wenn ich meine Kinder, jemand bei Adoptivpflege oder Leihmüttern, Erzieherinnen aufgewachsen ist, dann haben die da auch eine Wut, und zwar auf die Mama, ne? Dass sie mich da weggegeben hat, verlassen hat, mich wohin gebracht hat, mich nicht will. Da gibt es neben dem Schmerz und der Trauer auch Wut. Und das kriegen dann diese Ersatzpersonen ab. Das können auch ältere Geschwister sein. Also es ist oft so, dass wenn die Mama ausfällt, die älteste Tochter oder das älteste Geschwister sozusagen stellvertretend ein Stück weit diese Mama-Rolle übernimmt. Das ist
einfach in uns angelegt. Der Preis dieser Geschichte, wo auch niemand etwas dafür kann, ist ganz einfach, ja, aber dann werden diese, meine Geschwister, auch mit mir konkurrieren, pubertieren und all die Wut- und Liebesbedürfnisgefühle auf mich projizieren. Das bin ich aber dann nicht. Also da sind wir schon wieder in der Identitätsverwirrung. Ich bin Geschwister und nicht Mama für meine Geschwister eben. Ja? Also nicht ersetzbar, auch nicht durch einen Vater. Also der ist eine wunderbare Ersatzperson natürlich und eine ganz wichtige Liebesbindungsperson für uns, ganz klar, für Mädchen und Jungs. Aber die Mama kann er nicht ersetzen. Und umgekehrt auch nicht. Also ich habe natürlich auch viele alleinerziehende Mütter. Und da ist einfach immer die große Herausforderung, ich kann nicht Vater sein und ich kann das Vatersein meinen Kindern auch nicht geben. Ich bin kein Mann. Und besonders bei Jungs und Söhnen ist es so wichtig, dass der Vater ihnen vorlebt, was denn Mann sein ist, was denn Ehemann sein ist, was denn Vater sein ist, wie denn das geht. Ja? Und an dem orientiert sich ein Sohn. Und dann ist immer die Frage, ist das für mich ein gutes Vorbild oder kein so gutes Vorbild? Wie spricht die Mutter über den Vater? Ja? Welche Haltung ist da? Und als Sohn kriegt man dann wirklich oft Schwierigkeiten. Wenn die Mutter eine schlechte Meinung, Haltung gegenüber ihrem Ehemann hat, so begründet das auch sein mag, kriegt der Sohn dann ein Identitätsproblem. Und wir Mädchen orientieren uns auch sehr stark am Vater. Das ist der erste Mann unseres Lebens. Und meine erste Männerliebesbeziehung wieder ist mein Papa. Und wie bin ich da angekommen, angenommen bei meinem Vater? Ja? Wie weit war der für mich da als Vater eben auch? Ja? Und das wiederholen wir dann eben in späteren Beziehungen. Genau. Ja, und eigentlich wäre die Mutter-Kind-Bindung nur auf die Dauer der Kindheit angelegt. Also das wäre so das Normale, dass wir mal die ganz wichtigen ersten 12 Lebensjahre die Bindungs-Liebesbeziehung mit der Mama hegen und pflegen und da wirklich gut versorgt werden. Dann käme die Pubertät als große Chance, mich abzunabeln, einmal alles in Frage zu stellen, was von meinen Eltern kommt, um mein eigenes herauszufinden und mich eben dann auch emotional abzunabeln. Und da braucht es eben Rebellion, da braucht es eben auch Streit, weil mit jemandem, wo ich streite, kann ich mich leichter lösen. Das wäre ganz wichtig, dass man das den Kindern auch so weit lässt. Da braucht es wieder psychisch stabile Eltern, die das eben auch lassen können, diesen Entwicklungsschritt. Und dann sozusagen kommen sie ja eh wieder, aber eben aus freien Stücken. Und da überlegt euch vielleicht, und ich habe auch das oft in meiner Praxis, bei Frauen noch mehr, oft vielleicht als bei Männern, konntest du pubertieren? Und was die Jungs und Männer anbelangt, da gibt es ein Buch, das heißt Der Eisenhans. Und da muss dieser junge Mann seinen ersten Drachenkampf kämpfen. Und das ist der erste Drache, ist sozusagen im Bild gesprochen meine Mama. Also ich muss einmal gegen meine Mama-Bindung auch kämpfen und mich hier abnabeln und entbinden, um ein Mann werden zu können. Sonst bleibst du ewig ein Jüngling und Prinz, Mamas Liebling. Und das ist was, was man eigentlich nicht will. Und das sind dann gern diese Männer, die so übertreiben, die so in ihrer Männlichkeit so übertreiben, so super am Tisch hauen und da einfach übertreiben, weil sie es eben selber nicht glauben und weil es da einfach ein Problem gibt mit der männlichen Identität, mit der Bindung. Also so kann sich das dann auswirken. Die Mutter-Kind-Bindung bleibt eben ein Leben lang unaufgelöst, wenn wir uns das eben nicht anschauen und da braucht es Hilfe. Ja, also ich sage gern, selbst ich, wo ich studiere, habe vor immer noch einmal im Monat zum Franz Ruppert nach München, um für mich Anliegen arbeiten zu machen, um in die Klarheit zu kommen, um mit mir in Verbindung zu kommen. Wenn es um Trauma geht, brauchst du eine neutrale, außenstehende Hand, die sich mit Bindung, Bindungstrauma, Psychotrauma gut auskennt und da eine gute Methode zur Hand haben. Das kannst du nicht alleine. Ja? Und das ist einfach wichtig, dass es hier therapeutische Hilfe braucht. Erkennen, wann und wo brauche ich die denn und mir auch Hilfe holen. Und viele gesellschaftliche Probleme haben natürlich mit meiner Mutterbindung, mit meiner Elternbindung zu tun. Da könnte man jetzt sagen, wie leicht oder schwer mir mein Leben vorkommt, mein Lieben vorkommt, meine Beziehungen, meine Arbeitsbeziehungen, Paarbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen.
Beziehungen. Das hat einfach viel mit unserer frühesten Prägung zu tun. Wie geht es mir mit Liebe? Wie habe ich die erste Liebe meines Lebens erlebt, erfüllt oder mit Angst? Und die größte Angst ist, dass meine Mama, mein Papa mich nicht will, weil wenn sie mich nicht wollen, wenn ich ihnen egal bin, dann bedeutet das für mich Lebensgefahr. Ja? Da brauchen sie mir noch nicht einmal nichts tun. Aber einfach nur, ich bin meinen Eltern egal. Das halten wir Menschen nicht aus. Ja? Das halten wir nicht aus. Genau, also unser Lebensgefühl, unsere späteren Beziehungen, sei es mit Partnern oder eben jetzt mit unseren eigenen Kindern, spiegelt diese erste Liebesbeziehung wider. Der nächste Punkt, und das ist vielleicht umgangssprachlich, wie man sagt, wenn zwei Erwachsene miteinander streiten, streiten in Wahrheit zwei verletzte Kinder miteinander, und das stimmt tatsächlich. Ja? Also insbesondere unsere Kinder. Mein Kind spiegelt mich, zeigt mir meine Wunden auf, meine Wunden aus meiner Kindheit auf. Die spüren das und agieren das aus. Ja? Und das ist mein großes Problem dann, weil ich diese Erinnerung, diese Gefühle womöglich selber nicht aushalten kann. Und ich habe die Verbindung in dem Moment nicht. Schon gar nicht, wenn wir angetriggert sind. Da sind wir out of order. Ja? Systemüberlastung. Und da brauchst du einfach, was ist los? Was genau will mein Kind mir aufzeigen mit seinem Verhalten, mit seinem Handeln, Machen, Tun, vielleicht auch Krankheiten? Was will mir mein Kind aufzeigen, was in mir noch wund ist? Welche Kindverletzung, welcher Trauma-Kindanteil in unserer Sprache ist emotional noch in der Vergangenheit gebunden? Und das werden uns unsere Kinder aufzeigen. Und wenn wir eben nicht den Mut haben, da hinzuschauen, werden wir emotional immer auf dieser Kindebene bleiben, je nachdem, wo und in welchem Alter Psychotrauma passiert ist. Und dann vielleicht auch eine unangenehme Nachricht für heute Abend, also derer gibt es viele. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand kein Psychotrauma erlebt hat. Das hat vielleicht mit meinem Beruf und meiner Praxis zu tun. Wenn es eins gibt, dann stolpern wir oft von einem ins nächste. Ja, und versuchen immer aus unseren kindlichen Überlebensstrategien heraus damit umgehen zu können, fertig werden zu können. Das geht sich aber nicht aus, weil diese Überlebensstrategie, die habe ich als Kind entwickelt. Also das Schlaueste, was mir in ihm jetzt her mit 5 Jahren eingefallen ist, in dieser Situation zu sein und zu reagieren. Jetzt bin ich aber nicht mehr 5. Und wenn ich angetriggert werde durch vielleicht mein 5-jähriges Kind, weil sie das oft altersgleich wiederholt, dann bin ich emotional wieder 5, kenne mich nicht aus, bin völlig überfordert und kann überhaupt nicht da sein. Weder für mich noch für mein Kind. Darum ist das so wichtig. Und ganz oft, wenn wir jetzt so nichts finden oder nicht gleich was finden, ist eine Frage, die ich oft stelle, wenn Eltern mit Kindern zu mir kommen, was oft der Fall ist, mit Kindern, da arbeite ich mit dem Bodytalk-System. Ab 12 Jahren habe ich schon Einzelarbeiten mit den Kindern gemacht. Es geht ganz gut. Je nach persönlicher Reife können die mit 15, 16, 17, 18 schon in Gruppenarbeiten kommen. Ja, das geht ganz gut. Genau. Und eine Frage, die da wirklich wichtig und hilfreich ist, ist oft, wie ist es denn dir, Mama, Papa, in diesem Alter ergangen? Wie war denn dein Leben so mit 5? Ja, wenn sie jetzt mit einem 5-jährigen Kind kommen, das keine Ahnung, welche Auffälligkeiten gerade hat, wie war denn dein Leben mit 5? Wie waren deine Lebensumstände? Und dann sind sie oft erstmal platt, dann fällt ihnen so aufs Erste vielleicht nicht einmal was ein, aber so noch dreimal durchatmen, da war dieses oder jenes. Und da kommen wir dann schon auf ganz wichtige Geschichten, die noch immer eben unaufgelöst wund in mir sind. Meine Kinder zeigen mir das. Und eigentlich heißt es ja, Mama, schau, da gibt es noch was Hilfe braucht in dir. Schau dahin. Ja? Also auch das wäre eigentlich eine Hilfestellung. Wir verstehen es halt oft falsch. Ja, die Bindungsfähigkeit, Bereitschaft, die Bedingungen dafür fangen schon bei der Zeugung an. Ja, es macht natürlich einen Unterschied, wie bin ich entstanden, wie ist mein Kind entstanden. Ja, und es macht einen Unterschied. Ist mein Kind, das ich erwarte und habe, das da ist, ist es in Liebe entstanden? War das eine liebevolle Begegnung?
oder war es das nicht? War es gegen meinen Willen? War es noch schlimmer? Ja? Und da wieder auch eine Illusion, also wenn ich es beim Namen nennen darf, Vergewaltigung, also das heißt, eine sexuelle Begegnung gegen meinen Willen passiert auch in der Ehe, nicht nur im finsteren Wald oder in einer Seitengasse. Ja? Also die Männer, die sich ihr eheliches Recht nehmen, gibt es nach wie vor. Frauen, die sich nicht wehren können, weil sie da vielleicht schon was erlebt haben auch. Ja? Also das passiert auch in der Ehe. Diese eheliche Pflicht, die muss man halt erfüllen, das gehört dazu, das war schon immer so. Also da einfach mal genauer hinschauen. Auf jeden Fall zu der Zeit, wo ich entstanden bin. Ja? Ich gehe immer davon aus, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Die Zeiten ändern sich und werden immer besser in alle Richtungen. Dennoch, ja. Aber mindestens, wenn ich mir jetzt meine Kindheit anschaue und zurückschaue, wo die Verweigerung der ehelichen Pflicht Entscheidungsgrund war, wo eine Scheidung für eine Mutter eine Katastrophe war, weil gesellschaftlich geächtet, keine finanzielle Versorgung, völlig unmöglich, ja, zu dieser Zeit, dann passiert das dann oft so. Ne? Da mal hinschauen. Der Kinderwunsch, das ist ein ganz heikles Thema. Wer will denn jetzt wirklich ein Kind? Die Frau, der Mann, beide gleich viel, einer mehr, einer weniger und warum? Ja, warum, zu welchem Zweck? Ja, und da mal genauer hinschauen. Denkt einmal drüber nach, warum haben meine Eltern mich bekommen? Weil es einfach so üblich ist, weil es sich so gehört. Vater, Mutter, Kind, Haus, Hof. Gesellschaftlich, weiß ich nicht, erwartet. Ja. Wunschkind ist immer tatsächlich oft schwierig auch, weil da geht es oft in Wahrheit, wenn man ganz genau dahinter schaut, nicht wirklich um das Kind, sondern weil Mama und Papa für sich etwas wollen oder brauchen. Ja. Also da einfach auch genauer hinschauen, da gibt es auch viele verschiedene Hintergründe. Also wer will das Kind, warum, wer mehr, wer weniger. Das Alter, oft ist man entweder viel zu jung oder schon viel zu alt, um ein Kind zu bekommen und dennoch ist es entstanden. Und eine Herausforderung, sage ich jetzt einmal, eine Herausforderung der heutigen Zeit ist tatsächlich die künstliche Befruchtung, die einfach Schwierigkeiten macht. Ja? Wenn wir das jetzt auf der Bindungsebene anschauen, wenn wir es auf der energetischen Bindungsebene anschauen, macht es Schwierigkeiten. Es ist entweder das Samen von einem anderen Mann, womöglich das Ei von einer anderen Frau. Es wird künstlich hergestellt im Reagenzglas. Dann werden, weiß ich nicht, 3 oder 5 Eier befruchtet und eingefroren. Das ist einfach was, was mit unserer Bindung etwas macht. Ja? Was sozusagen unter diesen befruchteten Eiern sowas wie eine Geschwisterverbindung gibt. Ja? Das ist schwierig. Und eben diese Samenspender oder Eispender oder die Leihmutterschaft, ja, denken wir uns einmal in das Kind hinein. Jetzt wachse ich 9 Monate in einer Frau, in meiner Mama auf, ja, und dann werde ich weggegeben. Ja, wie soll denn so eine Kinderseele, Psyche das verstehen? Also da kommen noch interessante Entwicklungen und Folgen auf uns zu. Ich bin da am Beobachten, auch in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Klientenkreis gibt es diese Befruchtungen und einfach mal schauen auf lange Sicht, was das mit uns und vor allem mit den Kindern macht. Es wird herausfordernd. Was kann dann jetzt eine Mama bindungsunfähig machen? Also möglicherweise, da sind wir wieder beim mehrgenerationalen Psychotrauma, hat meine Mama selber keine Mama gehabt. Und da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen zurückdenken. Meine Mama ist Jahrgang 46, das heißt Nachkriegszeit. Meine Oma ist Jahrgang 1914, das heißt, die hat 2 Weltkriege erlebt, kann man sagen. Ja? Also die sind kriegstraumatisiert, gefühlstraumatisiert, psychotraumatisiert und somit schwierig bindungs- und liebesfähig. Ja? Und das geht einfach dann weiter. Ja? Ich habe auf jeden Fall dann eine Mama, die für mich nicht da sein kann. Das geht weiter und weiter. Und da einfach einmal hinschauen. Ja, also wenn meine Mama selber keine Mama gehabt hat, dann weiß ich ja gar nicht, wie das geht. Wie geht denn das, ein Kind lieben, ein Kind versorgen, für ein Kind gut da sein, wenn sie es selber nie erlebt hat? Das wird schwierig. Selbst wenn sie sich bemüht, wird das schwierig. Ja? Und auch sie hat dann ihre Trauma-Bindungsgefühle, die sie spalten muss, um zu funktionieren.
und das spürt jetzt das Kind wieder. Ja? Also die nächste Verwirrung ist ja, wenn meine Mama da ist und wir sagen funktional, körperlich anwesend. Wo man dann sagt, ja, was hast du denn? Du hast eh alles gehabt. Ein schönes Haus, ein schönes Zimmer, immer was zum Essen, sogar ein eigenes Zimmer. Und so, du hast doch alles gehabt. Und das verwirrt eine Kinderseele so stark, weil ja, schon, aber emotional war ich alleine. Ja? Und es gibt Familien, wo einfach wirklich diese Bindungsfähigkeit von Seiten der Eltern her so schwierig ist, traumatisiert ist, dass ich oft sage, ja, das ist eine Zweckwohngemeinschaft, aber es ist keine Liebesbindungsbeziehung in diesem Haus. Und da sind wir wieder bei dieser emotionalen Kälte. Es gibt Familien und Häuser, wo du reingehst, wo du dich sofort wohlfühlst, wo einfach ein herzliches Miteinander ist, da ist es wohlig, warm, gut miteinander, das spürst du sofort. Und dann gibt es eben Häuser, Familien, wo du hineingehst und denkst, oh, alle reserviert, alle funktional, irgendwie komisch, kalt, da fühlst du dich nicht so wohl. Ja, das spüren wir. Und ein Baby insbesondere ganz besonders. Genau. Die Schwierigkeit von der sexuellen Traumatisierung hier als nächster Punkt ist es, dass es oftmals eine Folge vom Trauma der Liebe ist. Wir Menschen brauchen jemanden, der uns will. Ja? So, ich mag dich, ich will dich, du bist super, du bist schön, du bist so lieb, das zu hören. Wir brauchen Körperkontakt. Wir brauchen Eltern, die mit uns ganz normal Eltern-Kind kuscheln. Wir brauchen Körperkontakt. Das ist so wichtig. Ja? Das macht man heute auch schon im Krankenhaus, das Kind herlegen. Wir brauchen das. Also sind wir jetzt ausgehungert nach Liebe und Körperkontakt, dann ist es leider oftmals eine weitere Folge, und zwar von beiden Seiten. Also beide Seiten haben hier ein Ausgehungertsein, das sich halt dann leider im Erwachsenen sexualisiert. Vielleicht gab es vor mir Abtreibungen, vielleicht habe ich aus bewusster, natürlich unbewusster Wiederholung auch welche gehabt, Fehlgeburten gehabt, ja, wo man sich dann denkt, ja, warum passiert mir das? Warum komme ich in so Situationen, dass ich in so eine fürchterliche Lage komme, zu so einer Entscheidung kommen zu müssen oder gezwungen zu werden, das ist eine Katastrophe. Und da möchte man sicher niemals in der Lage oder in der Haut zu einer Frau stehen, die so etwas entscheiden muss oder zu so etwas gezwungen wird. Fehlgeburten sind immer traumatisch für die Frau. Also wenn ich jetzt Fehlgeburten erlebt habe, und das kommt ja öfter vor, dann ist das traurig, dann ist das furchtbar, das ist das Normale, aber es kann auch oft eine völlige Retraumatisierung sein, aus der wir uns nicht mehr erholen. Und die nächsten Kinder, ja, das heißt, ich habe jetzt möglicherweise Fehlgeburten gehabt und irgendwann später klappt es dann endlich mit dem sogenannten Wunschkind. Und dann kann es wirklich passieren, dass ich Schwierigkeiten habe, dieses gewünschte Wunschkind zu lieben, aufgrund der Verluste vorher. Weil es einfach so ist, sei es durch eine Abtreibung oder eine Fehlgeburt, wie ein Teil der Mama mitstirbt. Ja, da ist man emotional wie bei diesen toten Kindern in diesem Verlusttrauma noch gefangen. Da ist man noch dort, da hat man vielleicht keine Hilfe bekommen oder sich geholt. Und selbst wenn nachher das gewünschteste Wunschkind kommt, hat diese Mutter höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten, dieses Kind zu lieben. Und dieses Kind wird es persönlich nehmen. Mit mir ist irgendwas falsch, die Mama mag mich nicht. Ja? Das Kind wird immer die Schuld bei sich suchen. Ja? Bin ich schön genug, gescheit genug, brav genug, keine Ahnung was, es liegt an mir. Lebensgefährliche Unfälle natürlich, Gewalterfahrungen jeglicher Art. So schaut es dann in uns aus und derer gibt es viele. Ja? Wir haben dann, wie ich schon erwähnt habe, stolpern wir oft von einem Trauma ins nächste. Wir haben dann in Wahrheit viele traumaverletzte Kindanteile in uns. Diese Linie soll bedeuten die Spaltung, wo dann ein Teil mit dem anderen keine Verbindung mehr hat. Wir müssen viele Überlebensanteile und Strategien entwickeln, um da sein zu können. Ja? Wie muss ich tun, wie muss ich sein, dass ich da sein kann,
dass die Situation für mich gut ausgeht und auch in Zukunft, dass ich so etwas nie wieder erleben muss. Also diese Strategien sind überlebenswichtig in dieser Zeit. Ja? Nur müssen wir wissen, dass die immer noch laufen. Also die sind zutiefst in uns programmiert und installiert und laufen auch heute, Jahrzehnte später, wieder los. Und zwar genauso wie damals, wenn mich sowas nur annähernd an früher erinnert. Bumm. Ja? Bin ich retraumatisiert, gehe sofort wieder in die Spaltung und reagiere mit meinen Überlebensanteilen von damals. Die gute Nachricht ist, dass jeder von uns auch einen gesunden Anteil hat und der ist, ich sage gern, unkaputtbar. Alle und jeder hat einen gesunden Anteil in sich, mindestens eine gesunde Tendenz. Und ich sage ganz gern, das ist dieser Anteil, der euch immer wieder Hilfe holen sucht, Seminare, Bücher, Vorträge besuchen lässt. Da muss es doch etwas geben, was mir hilft. Da muss doch irgendwo was möglich sein, dass es mir besser geht. Und wie schon am Anfang erwähnt, die Zauberformel in dieser Arbeit ist, Verständnis und Mitgefühl für mich damals, einen emotionalen Zugang wieder hierher. Verständnis und Mitgefühl auch für meine Überlebensanteile und von dieser Spaltung in die Verbindung. Das bin alles ich. Das bin alles ich. Genau. Ein wichtiger Punkt, ein Stück weit habe ich das jetzt heute schon erwähnt, was so schwierig ist für Mutter und Kind ist, wenn ich mein Kind anschaue und da reichen oft die liebesbedürftigen Augen meines Kindes. Mama, ich habe dich so lieb, ich mag dich, ich brauche dich. Ja, so, Mama. Ja. Und über allein diesen unschuldig liebenden Blick, dieses Bindungsbedürfnis im Ausdruck des Kindes, kann die Mutter retraumatisieren, nämlich sie hat es selber nicht bekommen. Bumm. Ja, wird sie entweder die Rollläden runterfahren und kalt und unnahbar sein, innerlich weggehen oder möglicherweise auch angreifen. Also Kampf, Flucht, Verteidigung, Todstellen. Kann eine Folge sein, wenn ich einfach nur die Bedürftigkeit meiner Kinder sehe, wenn die von mir was wollen oder brauchen und das überfordert mich derart, weil ich es selber nicht gehabt habe. Ja? Genau. Also sie switcht sofort in ihre Überlebensanteile und in dem Moment, ich erkläre das gern wie bei einem Wetterhäuschen, also ich habe ganz viele von diesen Anteilen, wie auf der vorherigen Folie, und je nach Situation ist dann immer einer vorne an der Regierung am Steuer. Und in so einem Moment sind es meine Überlebensanteile und die werden Kampf, Flucht, Angriff, Verteidigung, Todstellen machen. Ja? So. Und in dem Moment kommen die gesunden Anteile nicht zum Zug. Hier noch einmal, das habe ich schon ein bisschen erwähnt. Also der Bauch meiner Mama ist meine erste Wohnung. Und umgekehrt, wenn ich jetzt schwanger bin, ein Kind erwarte, dann ist das einmal die erste Wohnung, wo sich mein Kind bei mir hoffentlich wohl und sicher fühlt, wo es hoffentlich geschützt, geliebt und angenommen ist. Das ist die beste Voraussetzung. Wenn das erfüllt wurde, geht es uns insgesamt gut. Ja? Fühle ich mich dort wohlig geborgen oder eben da schon bedroht und einsam? Und tatsächlich gibt es diese Einsamkeitsgefühle schon im Mutterbauch. Wir sehen das immer wieder in den Anliegenarbeiten, wo es ja wie gesagt um die Ursache geht. Was ist die Ursache von Symptom XY? Und wir kommen nicht beim ersten Mal, wirklich nicht. Aber im Laufe der Zeit dann immer mehr an die Ursache der Ursachen und werden dann einmal bei meinem Erleben im Mutterbauch sein. Und da kann sein, dass sich eine Bedrohung zeigt, dass sich Einsamkeit zeigt. Ich bin im Bauch einer Mama, aber da ist weit und breit niemand. Ich kann keine emotionale Verbindung herstellen. Und es ist da für mich nicht wirklich gut. Ja? Das ist mein Erleben und besonders für Frauen. Bin ich schwanger? Bin ich retraumatisiert? Ist das alles wieder da, was hier noch wund und offen ist? Und den Männern geht es hier ähnlich. Ja? Also wenn Männer eine schwangere Frau begleiten und sehen und der Bauch wird immer größer, werden natürlich auch die Männer und Väter erinnert und das macht auch mit denen sehr viel. Ja? Genau. Da haben wir es eh noch einmal stehen. Also das Kind in der Gebärmutter sucht natürlich den körperlichen, ganz klar, das sieht man hier mit der Nabelschnur. Das ist unsere erste Nahrung und zwar nicht nur die körperliche Nahrung, auch die emotionale Nahrung. Alles kriegen wir hier ungefiltert durch die Nabelschnur als Versorgung. Das ist meine erste Umwelt, meine erste Welt. Das sind immer, wenn man so Weltrettungsfantasien hat,
und so Bestrebungen hat. Meine erste Welt ist meine Mama. Da wollen wir unbewusst die Mama retten, wenn wir Umweltprobleme haben. Also sei es jetzt auch mein Umfeld in der Nachbarschaft, mit den Arbeitskollegen, wo auch immer. Wenn immer das Umfeld schwierig ist, dann wird es interessant, sich immer das erste Umfeld anzuschauen, die erste Welt anzuschauen, in der wir eben 9 Monate verbracht haben, die ersten prägendsten 9 Monate, wo es jetzt schon ganz viele wissenschaftliche Publikationen dazu gibt. Bindung beginnt vor der Geburt. Ludwig Janus ist ein ganz großartiges Buch. Hans-Joachim Maas schreibt darüber, Gerald Hüther ganz viel, Joachim Bauer ganz viel und Franz Ruppert eben aus Sicht der IUPT. Alles, was die Mama stresst, bedroht, was auch immer das ist, kriegt das Kind mit ab. Und gerade letztens, also eine Klientin habe, die immer wieder kommt, das eine Mal war eben die Nikotinvergiftung. Also tatsächlich, die Mama ist während der Schwangerschaft genauso weggegangen und früher wurde in den Lokalen ja so geraucht, dass du die Luft schneiden konntest. Die Mama war dort drinnen die ganze Nacht und immer wieder. Das Kind kriegt über die Nabelschnur das ganze Nikotin ungefiltert verabreicht, hat sozusagen eine Nikotinvergiftung, hat sie in der einen Arbeit gezeigt und in der letzten Arbeit dieser Dame auch die Alkoholvergiftung. Das heißt, diese Mutter hat, später kann sie sich sowieso erinnern, dass ihre Mutter ein Alkoholproblem hatte und hat, aber auch während der Schwangerschaft hat sie schon getrunken. Das heißt, der Alkohol kommt durch die Nabelschnur in den Körper des Kindes. Das ist sozusagen betrunken. Das Kind ist mit betrunken und immer wieder betrunken. Das hat sich ganz deutlich in der Arbeit gezeigt. Das zeigt sich dann auch oft, wenn man im späteren Leben eine absolute Alkoholunverträglichkeit hat. Dann würde ich mal genauer hinschauen. Und es ist dann sogar noch weitergegangen. Also das Kind kommt dann auf die Welt und hat tatsächlich einen körperlichen Alkoholentzug. Ja, also das ist schon wirklich ganz groß. Jede Gewalt, jeder Streit, der im Außen passiert, ist das Kind mit dabei. Ja? Genau. Und was auch immer die Mama erlebt, erlebe ich mit. Ich bin im Bauch ja wie eine Person mit Mama. Ich bin es natürlich nicht, ja? Aber wie? Wir sind da emotional und körperlich so verbunden, dass sich die Verfassung der Mutter so über das Kind drüber legt. Und wenn wir jetzt wieder umgekehrt denken, wie ist es mir während der Schwangerschaft zu meinen Kindern ergangen? Was habe ich da erlebt? Welche Stresserfahrungen? Und dann kann natürlich sein, dass ich in Folge ein völlig unruhiges Kind habe, weil es diesen Stress noch immer nicht verdaut und verarbeitet hat. Ja? Einfach da hinschauen, wenn jetzt Mütter mit Babys und Kleinkindern zu mir kommen, ist eine Standardfrage von mir, wie ist die Schwangerschaft verlaufen, wie ist die Geburt verlaufen? Das hat lebenslange Auswirkungen. Und wenn ich in dem Baby diese Erinnerung beruhigen kann, beruhigt sich das tatsächlich. Also das geht dann schon. Wir haben einen unglaublichen Hormoncocktail während der Geburt. Also das ist ja eigentlich ein faszinierendes Wunderwerk, was unser Körper kann. Ja? Welche wunderbaren Hormone da frei geschalten und geschüttet werden, damit da alles gut verläuft. Also das ist von dem her einmal wunderbarst angelegt und auch, denke ich mir, wichtig und schön zu sehen, was der menschliche Organismus alles kann. Zusammenfassend noch einmal, Traumata während der Geburt jetzt noch einmal, also während der Schwangerschaft und in dem Fall während der Geburt, können die Mutter-Kind-Bindung lebenslang massiv stören. Und ich hatte schon wirklich auch einige Mütter, wo die Geburt an sich für die Mutter schwerst traumatisierend war. Und das kann eben mit dem Geburtsverlauf zu tun haben, mit der ärztlichen Behandlung zu tun haben, da gibt es ganz viel. Dann ist die Mutter traumatisiert, das Kind natürlich mit. Und das macht da schon mal eine große Störung in dieser Mutter-Kind-Bindung. Und auch hier braucht es wieder von beiden Seiten den Mut, da hinzuschauen, wie hat mein Kind die Geburt erlebt, wie habe ich die Geburt meiner Kinder erlebt. Und das kann dann wie zwischen uns stehen. Also hier braucht es auch viel Mut. Und da gibt es einen YouTube-Beitrag von Franz Ruppert und ein eigenes Buch zum Thema. Aber mal nur zu überlegen, wie habe ich meine Geburt erlebt? Wie viel weißt du von deiner eigenen Geburt? Wie war denn das? Und überleg dir bitte schon, Frédéric Le Boyer hat das in den 70er Jahren beschrieben, wie lebensprägend die eigene Geburt ist. Ja? Und wir schauen es uns hier und heute eben von der Bindungsseite an. Mary Ainsworth hat die Feinfühligkeit erforscht
Und das ist das, was ich heute eh schon mehrfach erwähnt habe. Eine gesunde Mutter wird die Signale des Kindes erkennen, wahrnehmen und darauf reagieren und das Kind versorgen. Also ein Kind kann auch schon einmal warten. Das heißt nicht, dass man bei jedem Klicks springen muss. Das ist damit nicht gemeint. Also innerhalb der toleranten Zeit. Ja, das geht dann schon. Aber zu meiner Zeit, ich bin Jahrgang 1970, da war es gang und gäbe nach der Geburt vom Krankenhaus. Also erstens einmal waren die Babys zu meiner Zeit im Säuglingszimmer, sind nur alle 4 Stunden zur Mama gebracht worden, nicht gestillt, Flascherl war modern und nach dem Krankenhaus nach Hause. Und da hat meine Mutter schon gesagt, ich habe überhaupt nicht gewusst, wie das geht, weil damals waren es nur 14 Tage. Ich habe das Kind ja nie gehabt, ich habe gar nicht gewusst, wie man denn das versorgt. Ja. Und dann war eine Erziehungsmaßnahme, das Kind vom Krankenhaus nach Hause ins eigene Kinderzimmer zu stellen und schreien lassen, ja, als Erziehungsmaßnahme von einem Neugeborenen. Und das dauert 3 Nächte und dann ist das Kind ruhig und das wurde als Erziehungserfolg verbucht. Und wie ich so meine erste Tochter bekommen habe, 1992, da wurde ich von diesen Eltern noch ziemlich, wie sagen wir denn das jetzt, schräg angesprochen. Ich war eine der Ersten, die das Kind im Tragetuch getragen hat. Das war damals völlig unüblich. Kannst du dir keinen Kinderwagen leisten? Und was schleppst du das Kind so herum und du verwöhnst und verzärtelst es? Also da sind wir jetzt bei Johanna Harrer lässt grüßen. Ja, aber das haben wir die noch ganz aus Überzeugung erlebt und mich fast geschimpft. Ich habe das Kind noch Bedarf gestillt. Das war mir ganz klar. Nach Bedarf wurde meine Tochter gestillt. Dann wurde ich auch geschimpft, weil das kriegt nur alle 4 Stunden etwas und das muss warten, bis Zeit ist. Ja. Und auch ich wurde schreien gelassen, weil das einfach erstens ein Erziehungserfolg war und das stärkt die Lungen. Also die Mama hat einmal zu mir gesagt, also die Ärzte haben mir erklärt, wenn ein Kind recht schreit, das stärkt die Lungen und ich will ein gesundes Kind, also lassen wir es schreien. Ja. Heute weiß man, dass das schwer traumatisierend ist. Ja. Dieses Kind steht Todesängste aus in diesen Nächten und hört nur deswegen auf zu schreien, weil es aufgegeben hat. Ja. Und ich habe schon sehr berührende Anliegenarbeiten gesehen, wo sich das gezeigt hat, in welcher unglaublichen Verzweiflung, Ohnmacht, Einsamkeit so ein Kind so eine endlose Nacht verbringen muss und einfach nicht mehr weint, weil es aufgegeben hat. Ja. Und das bin ich, das war zu meiner Zeit noch üblich. Also heute sind ja Gott sei Dank, wie es eben hier steht, die bedürfnisorientierten Eltern, wo zum Beispiel Jesper Juhl sehr viele Bücher und Beziehung, Ratschläge hier gibt und Thomas Gordon, nachdem ich eine Ausbildung habe, Thomas Gordon Familienkonferenz ist auch bedürfnisorientiert. Und das ist das, was wir brauchen würden, ja? Dass man mich sieht, mich als Kind und umgekehrt, dass ich, und das kann man lernen, auch wenn man es selber nicht bekommen hat. Also das ist die gute Nachricht. Wir Menschen können lieben lernen, auch wenn wir es selber nie gehabt haben. Das geht. Ja? Und ich kann das lernen. Das geht wirklich gut. Und da haben wir eigentlich so ein Geschenk mit unseren Kindern, das Lieben zu lernen. Beziehung zu lernen, Bindung zu lernen, das einfach üben, darauf einzugehen, was braucht denn mein Kind jetzt, das zu erfüllen und das macht uns ja dann beide glücklich. Also ich habe das immer so erlebt, aus meiner Sicht, wie wir es hier auf dem Bild sehen, ich kann mir an nichts Schöneres in meinem Leben erinnern, als mein Baby im Arm zu halten, es zu stillen, bis es satt ist, einschläft und dann hätte ich am liebsten stundenlang meinem glücklich zufriedenen Kind beim Schlafen zugeschaut. Also wir können das lernen. Das geht wirklich gut. Und das macht uns beide glücklich. Genau. Hier haben wir noch einmal die Bedürfnisse, die ich schon erwähnt habe. Gell? Also genährt werden, und zwar in jeder Hinsicht, gewärmt werden, Körperkontakt gehalten werden. Und es ist so einfach. Zum Beispiel, wenn sich jetzt in den Anliegenarbeiten Trauma-Kind-Anteile von mir zeigen, die völlig außer sich sind, vor lauter Verzweiflung, Angst, Wut, Frustration, Ohnmacht, was immer es ist, Hilflosigkeit. Was würde denn so ein Kind brauchen? Und wisst ihr, das ist so einfach. Ich sage immer, nehmen, am Schoß nehmen und halten, bis sich dieses Kind beruhigt. Das ist instinktiv in uns angelegt. Und wenn sich jetzt meine Trauma-Kind-Anteile in meinen Anliegenarbeiten zeigen, braucht sie nichts tun. Da sein, hinschauen, ernst nehmen
Und wenn geht, körperlich und ansonsten emotional in den Arm nehmen und halten, bis sich dieses Kind beruhigt. Und es wird sich beruhigen. Ein Baby, ein Kleinkind kann sich regulieren, wenn da ein Gegenüber da ist. Ein Erwachsener, der mich mag und will und ernst nimmt. Ja, das geht. Genau, also gehalten werden, gesehen werden, verstanden, all das. Und diese Liste ist natürlich ausbaufähig. Umgekehrt die Autonomiebedürfnisse. Da war meine mittlere Tochter, die war immer, kann ich dir helfen? Nein, Mama selber. Ja, also auch die Autonomie unterstützen, dass das Kind selber denken und fühlen kann. Das fängt schon damit an. Ich musste eine Jacke anziehen, wenn meine Mama kalt war. Ja, dieses einfache Beispiel nehmt ihr mal als Beispiel, ja, für so vieles. Was der Mama Angst macht, macht Angst. So, ja, wenn so die Gefühle der Mama über mich drüber gestülpt werden. Und wie oft sehe ich das jetzt bei den Eltern, die mit Kindern zu mir kommen? Gerade gestern hatte ich einen kleinen jungen Mann bei mir, wo einfach so deutlich war, die Mama hat alles schön geredet. Ja, sie kommt mit dem Jungen, weil er unsicher ist, weil er Ängste hat, weil er von den Jungs in der Fußballtruppe ausgemacht und ausgelacht wird. Und im Laufe des Gesprächs kommt dann heraus, ja, mein lieber Junge, ich habe jetzt eh vergessen, wie er heißt, das ist der Sonnenschein der Familie. Und das klingt jetzt so wunderbar, ist aber für den Jungen nicht gut und nicht gesund und schon gar nicht unter Jungs. Ja? Also selber denken, selber fühlen, eigenständig sein, in sich selber Halt finden, das können auch schon kleine Kinder etwas selber machen. Auch diese Dinge unterstützen. Das habe ich schon erwähnt, also eine psychisch gesunde Mutter liebt ihr Kind und das kann man lernen. Noch einmal, ich kann lieben lernen, auch wenn ich es selber nicht erlebt habe. Das geht. Ja, indem wir jetzt einfach Menschen haben, die uns wohlgesonnen sind, die uns helfen, wo ich Vertrauen wieder aufbauen kann, wo ich ein Gegenüber habe, sei es Freunde, Kollegen oder auch mindestens hier in unseren IOPT-Anliegengruppen, wo wir uns immer wieder sehen und treffen, wo wir dieses Vertrauen, Beziehung und Lieben füreinander da sein üben. Und das wird immer besser. Genau. Eine gesunde Mutter hat Nähe zu ihrem Kind, will das auch und kann das auch halten, lässt es nicht alleine, das würde eine gesunde Mutter nie machen, ja. Bleibt selber ruhig, wenn das Kind gestresst ist. Das heißt dann, im Gordon-Training nennen wir das, dem Kind hilfreich beistehen, auch das kann man lernen und eine gesunde Mutter wird ihr Kind schützen. Genau. Frühe Fremdbetreuung ist auch oft ein interessantes Thema, das man durchaus anschauen sollte, ja, das absolut was ausmacht. Und man sagt schon aus unserer frühen Traumaforschung und Erfahrung, also für ein Kind unter 3 Jahren ist eine Trennung, die länger als 3 Tage dauert, wie ein Verlusttrauma. Je früher und jünger das Kind, umso dramatischer. Und das kann sein, wie ich heute schon erwähnt habe, nach der Geburt, wenn ich mit meinem Kind eine schwierige Geburt hatte, und ich versorgt werden musste, das Kind versorgt werden musste, also wenn es da eine Trennung gab, unmittelbar nach der Geburt, dann weiß ich als Mutter natürlich, dass ich zu meinem Kind wieder hingehe und es versorgen werde, besuchen werde, was auch immer, aber das Kind weiß das nicht. Das Kind liegt alleine in einem Säuglingszimmer mit vielen anderen schreienden Kindern, sieht und spürt Erwachsene, die da sind und es versorgen, aber es weiß auch, dass das nicht die Mama ist und es weiß, dass es nicht mehr kommt. Und so ein kleines Kind versteht das nicht. Warum bringt mich die Mama jeden Tag wieder in die Krippe? Ich will doch bei meiner Mama sein. Ja? Und diese Erklärungen, die wir uns und unseren Kindern geben, die helfen uns zu überleben, uns das schön zu reden, uns das zu verharmlosen, ja, wie wir die Überlebensstrategien eben auch nennen und bezeichnen. Aber dem Kind hilft es nicht. Ich will zu meiner Mama. Ja? Das wäre das Gesündeste. Und bei mir selber war es so, dass ich mit meiner ersten Tochter viel zu früh wieder arbeiten gehen musste. Also sie war 2 Jahre alt, die Karenzzeit war aus, mein Chef brauchte mich wieder und der hat gesagt, ja, 40 Stunden. Ich hatte damals einen 40-Stunden-Job und musste dann meine 2-jährige Tochter zu einer Tagesmutter bringen, jeden Tag. Von morgens bis abends. Meine Arbeitszeit war 8:30 Uhr bis 18 Uhr.
Das ist eine Katastrophe für das Kind. Das Kind hat natürlich geschrien, wenn ich es zur Kinder, zur Tagesmutter gebracht habe. Und damals hat man mir gesagt, also da war ich noch sehr jung natürlich und habe es auch nicht besser gewusst, beim ersten Kind schon gar nicht. Ich habe mich auch erkundigt bei den Tagesmüttern, ja, was soll ich denn tun? Mein Kind schreit so, wenn ich gehe. Und die haben gesagt, dreh dich um und geh. Und man dachte, naja, weißt, wenn die das so sagen, das sind sozusagen studierte Tagesmütter, dann wird das schon stimmen. Und das habe ich auch von vielen anderen gehört. Oder ich habe später auch von sozusagen meiner Elterngeneration gehört, ja, schleich dich raus. Ja? Wenn das Kind wo schön spielt, schleich dich raus, dann merkt sie es nicht und dann muss eh damit, dann kannst du damit umgehen. Ja? Mir hat es das Herz zerrissen. Das war so ein Stiegenhaus, ich musste da 2 Stockwerke runter und bis unten habe ich mein Kind schreien gehört. Mir hat es das Herz zerrissen. Und mein Kind habe ich immer wieder hingebracht und natürlich hat es irgendwann aufgehört zum Schreien. Aber heute weiß ich, dass sie da Bindungstrauma erlebt hat. Und wie ich das für mich verstanden habe, Jahre später, habe ich ihr das gesagt. Ich habe gesagt, Stefanie heißt sie, sagt du, ich habe das jetzt verstanden, ich habe das da jetzt gelesen, ich habe das nicht gewusst. Und ich möchte dir sagen, es hat mir das Herz zerrissen, wenn du so geweint hast. Die ist in Tränen ausgebrochen. Wir haben beide geweint und geheult, weil es uns beide so wehgetan hat und gleichzeitig so zusammengebracht hat. Und das ist das, was wir die Chance haben mit unseren Kindern. Also wenn ich draufkomme, bei meiner Ältesten habe ich natürlich viel falsch gemacht, selber bindungstraumatisiert zum Quadrat, ja, völlig allein, ohne elterliche Unterstützung und alles drum und dran, was bei mir halt so, ja. Und ich musste arbeiten gehen, um uns zu versorgen. Und da ist viel Trauma passiert, viel Bindungstrauma passiert zwischen mir und meiner Ältesten. Aber ich habe immer an mir gearbeitet, ich habe immer psychologische Hilfe gesucht und bin letzten Endes bei Franz Ruppert gelandet. Und wann immer ich etwas für mich verstanden habe und es gut und wichtig war, das mit meinem Kind zu besprechen, habe ich das gemacht. Ich habe gesagt, tut mir leid, da bin ich jetzt draufgekommen, das war völlig daneben. Und ich erkläre das dann aus meiner Sicht, warum ich so gehandelt habe. Und das macht beim Kind so eine Erleichterung. Weil das Kind dann weiß, es liegt nicht an mir. Ich habe nichts falsch gemacht, dass die Mama mich hier abstellt. Ja? Und es hat mit ihr zu tun. Und das erleichtert das Kind und macht die Bindung, wenn wir diesen Mut haben, uns auch unseren Kindern gegenüber ehrlich zu zeigen. Ja? Unsere Schwächen, Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, das ist alles Mensch. Ja? Wenn wir uns unseren Kindern ehrlich zeigen, wird es die Bindung sogar stärken. Und auch das sagt Jesper Juhl ganz klar, lass deine Kinder dich kennenlernen. Zeig dich ehrlich und authentisch. In Ich-Botschaften habe ich bei Thomas Gordon gelernt. Ja? Und so habe ich das selber erfahren müssen, habe das dann bei den nächsten 2 Kindern, das war auch sehr viel später, nicht mehr gemacht. Ja? Genau. Gut, das haben wir schon. Was das fördert, habe ich jetzt eigentlich schon sehr viel gesagt. Wichtig ist, wie ich jetzt von mir auch erzählt habe, dass ich mich meinen eigenen Themenstellen traue. Was habe ich als Kind an Bindung erlebt, an Bindungstrauma erlebt? Auch was habe ich meinen Kindern angetan? Und das ist für uns Mütter ganz, ganz besonders schwer. Und immer wieder habe ich Mütter da, egal welchen Alters. Ich habe auch ältere Frauen da, die schon Enkelkinder haben, die dann kommen und sagen, jetzt habe ich Enkelkinder und ich möchte so gern mit meinen Enkelkindern schön haben. Und an meinem Enkelkind sehe ich jetzt, wie sozusagen diese jungen Eltern mit dem Kind umgehen. Und das tut, so schön das ist, auch gleichzeitig so weh, weil mir klar wird, erstens natürlich, was ich erlebt habe, aber was ich mit meinen Kindern nicht oder falsch gemacht habe, was ich meinen Kindern angetan habe. Und das ist ohne Wertung und ohne Grund, einfach nur die Tatsache. Und sich dem stellen können. Und möglicherweise entstehen Gespräche daraus. Redet mit euren Kindern. Lasst eure Kinder euch kennenlernen. Schaut euch eure Themen an. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät in Wahrheit für eine gute Bindung mit meinen Kindern. Ja, meine Eltern sind erwachsen, das ist, wie es ist. Aber mit meinen Kindern. Meine Kinder lieben mich über alles. Ja, ich meine Kinder natürlich auch. Aber je ehrlicher, je besser und da ist es nie zu spät, auch wenn die Kinder erwachsen sind. Und ich habe wirklich einige Klienten, wo schon erwachsene Kinder haben oder die im Laufe dieser Anliegenarbeit draufkommen, du meine Güte, was habe ich nur meinem Kind angetan? Und sich auch dem stellen. Mit einer Anliegenarbeit zum einen und wenn es passt, mit einem offenen Gespräch andererseits. Genau.
dann kann ich klar mich selber wollen und mein Kind wollen, die Kommunikation, genau. Genau. Das ist jetzt eigentlich, was ich auch schon erzählt habe. Also wenn Mütter zu mir kommen mit Kindern, bei beiden die Geschichte von Anfang an, sprich Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und alles, was hast du bis heute erlebt, in den Blick nehmen, bei der Mutter und beim Vater, ja, bei Jungs natürlich auch ganz wichtig auf die Geschichte des Vaters schauen, die Wichtigkeit der Mutterbindung erkennen, das frühe Trauma in Betracht ziehen, dass ich das erlebt habe, dass mein Kind das mit mir miterlebt hat, diesen Stress, den ich mit der Schwiegermutter, mit dem Hausbau oder in der Arbeit hatte, in der Schwangerschaft, hat mein Kind alles mitbekommen, alles. Ja. Da mal hinschauen und das ernst nehmen. Genau, die Selbsteinschätzung, die ist oft ein bisschen getrübt, da braucht es oft eine neutrale Außensicht. Ganz wichtig ist natürlich, und das versuche ich schon immer wieder, wenn Eltern mit oder wegen Kindern zu mir kommen, dass einmal in den meisten Fällen die Eltern Hilfe brauchen auch. Ja, natürlich helfe ich dem Kind, soweit ich kann, aber es ist schon wichtig zu erwähnen, zu sagen und zu erkennen, dass auch die Eltern Hilfe und Unterstützung brauchen, um gute Eltern sein zu können, das anzubieten von meiner Seite und von den Eltern her auch anzunehmen. Und da ist es, wie gesagt, nie zu spät. Psychotrauma, habe ich schon erwähnt, ist emotional passiert. Da helfen keine Reden, keine Theorien oder Denkgeschichten. Da braucht es Fühlen, Mitgefühl. Genau. Und eine Methode, die mir hilft, emotional dorthin gehen, wo es hakt und mir helfen, dass es sich in mir verändern kann. Genau. Das ist also unser Ziel mit dieser Arbeit. Mir meine eigene Identitätsentwicklung bewusst machen. Je bewusster ich mir bin, umso bewusster, symbiotischer, autonomer kann ich mit meinem Kind sein. Je gesünder mein Ich ist, meine Gefühle und Bedürfnisse, umso gesünder kann ich mit meinem Kind da sein, helfen und unterstützen. Und es ist einfach so, es bestätigt sich jeden Tag wieder in meiner Praxis, gesunde Mütter und Väter haben gesunde Kinder. Ja? Hilf den Eltern, dann hilfst du dem Kind oder zu euch gesprochen, hilf dir selbst, damit hilfst du deinem Kind am meisten und kannst dann die beste Version von dir und als Eltern sein. Lebensstrategien erkennen, die Wahrheit, Spaltungen und Verstrickungen erkennen und aufgeben können und wieder ganz werden wollen, wie diese wunderbare Tasse hier, so kann es dann auch in euch ausschauen. Es wird immer goldener, immer friedlicher, immer schöner, eure Kinder entspannter, autonomer bei sich. Und ich kann euch jetzt sagen, meine Kinder sind, also die letzten zwei auf jeden Fall, die sind jetzt 14 und 17, da konnte ich das schon immer besser und immer besser. Dann noch zum einen Franz Rupert, zum anderen das Gordon-Training nach Thomas Gordon. Die sind so aufgewachsen und das wird manchmal schon herausfordernd, gell? Weil die geben mir schon Vollstoff. Also die sagen mir schon, wenn was nicht stimmt und wenn was nicht passt und wenn ich nicht ehrlich bin und sagen, Mama, so auf dort, was bist du für ein Vorbild? Ja, das sagen wir das dann schon auch. Und das ist gut und das freut mich. Meine Kinder dürfen mir ihre Meinung sagen, auch wenn es mir gerade nicht schmeckt. Sie dürfen mir Wut zeigen, sie dürfen mir Trauer, Schmerz und Angst zeigen, sie dürfen das alles zeigen und das ist gut und ich freue mich. Ja. Und auch meine Kinder dürfen autonom und selbstständig sein und Bindung kriegen, wenn sie das brauchen. Kann man lernen. So schaut es bei mir daheim aus, da wohne ich. Ihr kennt ja schon meinen Spruch, das schönste Gebiet in Österreich, am Traunsee. Das ist das Buch, was ich euch noch einmal zeigen möchte, Mein Körper, mein Trauma, mein Ich. Das ist ein wunderbares Buch. Heute erwähne ich es noch einmal, weil ich hatte die Ehre, in diesem Buch einen Beitrag schreiben zu dürfen. Ihr werdet mich darin finden. Mein Kapitel ist Kinderkrankheiten, Eltern und Trauma. Da habe ich noch etwas genauer dafür ausgeführt. Das ist ein wunderbares Buch, wo man viel über sich und die IOPT-Anliegenmethode lernen kann. Da ist noch eine Literaturempfehlung. Das ist ein kurzer Auszug von mir und meinen Professionen, das ich jetzt mit Herz und Leidenschaft ausübe und ausführe.
Das ist die Trainerlizenz. Ich biete mittlerweile auch Fortbildung an in dieser Methode und hier habe ich die große Freude, diese IOPT-Fortbildung nicht nur bei mir in Oberösterreich anbieten zu können, sondern auf Einladung der Thalamusschule 2022 ab Februar auch in der Thalamusschule Stuttgart. Da haben wir ein paar Live-Termine und ein paar Online-Termine vereinbart, weil beides ganz wunderbar ist und die Bettina nicht so weit reisen muss. Gell? Außerdem ist ja auch Deutschland groß. Ne? Das ist ja auch für euch schön, wenn ihr da nicht stundenlang kommen müsst. Also meine Trainerlizenz von Franz Ruppert, das heißt, ich darf seine Original-Fortbildungsunterlagen verwenden. Es ist also alles wie bei Franz, nur dass ich euch das erkläre und zeige auf meine Art. Genau. Und somit möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, so spät am Abend noch so schwere Kost. Und wie gesagt, es wurde und wird aufgenommen. Ihr könnt euch das oft anschauen, wie ihr wollt, wie auch die anderen Vorträge von mir. Und möchte mich jetzt wirklich ganz herzlich bei euch bedanken. Hier noch eine Information über die Folien. Aber recht vielen lieben Dank. So. Genau. Und wer jetzt mag, darf gerne noch zu diesem Vortrag Fragen stellen. Und es ist mir klar, dass das sehr, sehr viel Information war und vielleicht auch intensiv war. Vielleicht müsst ihr jetzt ein-, zweimal durchschnaufen und überlegt euch, gibt es eine Frage in euch, etwas, was ihr sagen oder fragen möchtet zu dem Vortrag, zu dem Thema, zu der Methode? Ist da etwas, wo ich euch jetzt helfen kann, sagen kann, erklären kann? Nur Mut, schaltet euch ein und fragt's. Ich kriege hier Applaus, vielen Dank. Und vielleicht noch kurz, ob jemand etwas sagen oder fragen möchte und sich traut. Gibt es da etwas? Wolfgang, möchtest du noch eine Schlusswortmeldung machen, wenn es jetzt offensichtlich im Moment keine Fragen gibt? Ja, also ich bin begeistert, fand es toll. Die Leute sind wahrscheinlich auch noch verstummt, uns arbeitet noch nach. Uns ist gut und vielleicht kommt jetzt noch keine Frage, dann können wir übergehen in eine Selbstbegegnung und vielleicht kommt sie dann danach. Man weiß es nicht, es hat seine eigene Gesetzmäßigkeit. Gut, dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle von unseren YouTube-Zuschauern. Jawohl. Herzlichen Dank, Wolfgang, für die Einladung. Genau. Danke.